So, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Susanne Lora und ich bin so etwas Ähnliches wie ein Potenzial im Falter, wenn man das so sagen will. Und ich habe mir lang überlegt, ob ich dieses Video machen soll oder angedacht sind ja sogar mehrere Videos, weil es gibt ja 100 Millionen Videos über Körpersprache, über Rhetorik, über jeder macht uns, ja, jeder erklärt uns, was man machen muss, um in 2 Wochen Millionär zu werden. Ich habe mir aber trotzdem jetzt vorgestellt, dass wir diese Reihe ziehen, und zwar aus 2 Gründen. Erstens, weil mich viele Leute eben nach Seminaren haben sie mich immer gebeten und haben gesagt, Susanne, kannst du mal irgendwie das auf Bild bringen, dass es mehrere Leute mitkriegen. Und zum Zweiten habe ich diese Vision oder diese Idee, dass ich einfach Menschen helfen will. Und zwar Menschen, das ist eine ganz eigene Art, die ich da machen will, Menschen, die in sich ein Potenzial tragen, die vom Herzen her oder von ihrer Wertigkeit her ganz Tolles in sich tragen, aber die es nicht schaffen, das an die Öffentlichkeit rüberzubringen. Also das heißt, angedacht, und dieses Konzept ist eben, dass wir alle 1-2 Wochen vielleicht ein Video schalten. Ich muss allerdings dazu verraten, wir haben vorher über Google Hangouts haben wir eine Umfrage gestartet über Social Media und haben dann die Leute gefragt, was interessiert euch denn? Was glaubt ihr, was würde euch helfen, wenn man euch, ja, wenn ihr Menschen gewinnen wollt für euch? Und da kam ganz viel. Die einen haben gesagt, ja, mit der Schlagfertigkeit geht's schon los. Oder die anderen haben gesagt, ich habe so ein Lampenfieber, ich würde mich nie trauen, mich vor Menschen zu stellen. Andere wollen wieder wissen, was sind die Erfolgsstrategien. Und das Konzept ist eben, dass wir versuchen, in so einer Videoreihe, aber da muss ich einfach erst mal gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen, dass wir diese Fragen von euch beantworten, also erst mal sortieren und dann beantworten und für in periodischen Abständen euch Tipps geben, die ihr auch für den Alltag umsetzen könnt. Vielleicht ein paar Takte noch zu mir, weil man will immer auch wissen, ja, wer veranstaltet das Ganze. Wenn mich einer fragen würde, Susanne, ja, wer bist du denn? Was magst du? Und dann würde ich sagen, ja, ich bin sowas wie eine Art Feuerwehrfrau. Ich bin überall da tätig, wo Menschen auf die Bühne müssen oder die müssen in ein paar Tagen möglichst schnell Menschen für sich gewinnen. Also ich bin viel in der Kommunalpolitik, ich bin viel in Führungskräftetraining und, weil ich es gerade gesagt habe, mit Feuerwehrfrau, ich werde immer dann gerufen, wenn es irgendwelche Probleme in Teams gibt oder in Unternehmen und dann, wenn es eben Reibereien gibt, dann holen mich die Leute und sagen, Lora, jetzt gucken wir einfach drüber und schauen mal, ob da noch was zu machen ist. So, ihr kennt das ja alle. Ich meine, reden können wir alle. Also wenn wir mit der Oma auf der Couch sitzen daheim, dann ist es nicht das Problem, dass wir von der Eloquenz, also von der Rhetorik oder vom Auftreten, dass wir da Schwierigkeiten hätten. Ne? Oder wenn ihr draußen seid mit den Leuten, mit den Bekannten um die Dörfer zieht, auch da können wir ja agieren. Das Problem ist einfach nur, dass wir genau da, ja, wo es um die Wurst geht, ja, also wo ihr vor wichtigen Leuten steht, vor wichtigen Kunden oder wenn es auch viele Menschen sind, ja, dass man da einfach mal Blackout kriegt, dass man da steht wie ein Fahnenmast und nicht mehr richtig weiß, was man tun soll, wie man die Hände halten soll, wie man gucken soll, also ist alles praktisch verloren. Also man steht da wie in Franken, sagen wir dazu, wie ein Ochs vom Berg. So, jetzt ist das Thema allerdings, und das behaupte ich einfach mal, weil ich kann es euch belegen an mir selbst, man kann sowas lernen. Also man kann lernen, vor Menschen zu wirken, wie jemand, der auch wirklich charismatisch ist, der erfolgreich ist und der auch wirklich was wichtig zu sagen hat. Und das sind zum Beispiel so Dinge wie, ja, eben vom Blick, vom Auftreten, wie komme ich überhaupt auf die Bühne, wie kann ich meine Gedanken so verpacken, dass ich da andere praktisch auch haben will. Die zweite Sache, die ihr wahrscheinlich auch kennt, also vielleicht geht es auch mir nur so, ich habe mich immer früher gefragt, ja, wie gibt es das, dass Menschen draußen stehen, verkünden irgendwas, wo man selbst sagt, na, das würdest du 10-mal besser machen oder du hättest da 5-mal mehr Fundus draus zu erzählen, aber die kommen auf die Bühne, jeder applaudiert, jeder findet den toll und sagt, wow, was ist das für eine Koryphäe. Ja, wo du ganz genau weißt, also wenn du dem das Badehöschen runterziehen würdest, da wäre gar nicht viel praktisch in dem Moment dahinter. Und das kann man lernen, ich habe es vorhin schon benannt. Und das beste Beispiel bin ich. Vielleicht glaubt man es jetzt schlecht, aber ich war früher in der Schulzeit oder in der Unizeit, war ich der letzte Heuler, kann man sagen. Also ich habe mir wahnsinnig schwer getan, vor eine Gruppe zu gehen oder zu reden. Und letztlich, es war im Zeugnis, war immer bei mir drin gestanden, die Schüchterne,
äußerst, wie hat es geheißen, schüchterne, äußerst zurückhaltende Schülerin sollte sich unbedingt am Unterrichtsgeschehen beteiligen. Und wisst ihr, wie ich es gelernt habe? Weil ich damals in der Unizeit, ich war dann draußen viel auf Messen, ich musste in Semesterferien mir ein bisschen Geld verdienen und da musste ich lernen. Ja, da musste ich dann reden, weil sonst mir hätte keiner das Benzingeld bezahlt, mir hätte keiner das Hotel bezahlt. Und da habe ich dann gemerkt, wenn du dich ins Wasser fallen lässt und probierst einfach, dann geht es relativ schnell. Und wenn ihr Lust habt, möchte ich euch da begleiten, weil mir ist es eine wichtige Intention. Ja? Und da mache ich mich vielleicht ein bisschen auch abgrenzen von anderen Trainern. Mir ist es wichtig, dass wir gesellschaftlich was in die Pötte kriegen. Es nützt nichts, wenn wir nur rumplanen und einfach nur sagen, ey, alles läuft schlecht und die Politiker und alles läuft schlecht. Da müssen wir einfach den Mumm haben, einfach mal schauen, ja, was sind meine Talente, was kann ich einbringen und wie kriege ich es unters Volk. Also was sind die Mechanismen, die Erfolgsstrategien, dass ich wirklich meine Meinung oder das, was gut in mir ist, auch wirklich unter die Leute kriege. Und das ist meine Intention. So, und das Einzige, was ich von euch brauche natürlich, weil ich bin schon ein bisschen auf euch angewiesen, zumal ich ja, ich meine, ich muss in euch, mit euch Kommunikation treten, dass ihr vielleicht einen Kommentar unten drunter schreibt oder vielleicht auch eine Fragestellung, was interessiert euch, was ist wichtig für dich, dass du praktisch in diese, ja, in diese Bühnenpräsenz vor den Menschen hast, dass ich das beantworten kann oder aber, dass du uns vielleicht einen kleinen Klick oder ein kleines Gefällt mir unten hinterlässt. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal für die paar Minuten, die du mir geschenkt hast. Zumal ja bei den 100 Millionen Videos, wie ich schon gesagt habe, ja, man wird man ja überrollt, man weiß ja schon gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Deswegen danke ich schon mal für deine Zeit. Und wenn du Lust hast und möchtest ein bisschen noch was über mich wissen, du kannst gern mal, also wenn du Susanne Lorey eingibst, tut sich ganz viel auf. Ich bin auf Xing, ich bin auf Facebook. Oder wenn du magst, geh mal unter lorey-training.de und da findest du mich auch.